Anpfiff. Vogsports präsentiert den Sporttalk auf Allgäu TV. Willkommen. Welcome. Bienvenue. Grüß Gott. Aus dem Allgäu für das Allgäu. Das hat die Sportwelt gerade noch gebraucht. Der Allgäu Fußball- und Sporttalk. Kein Abpfiff, keine Auszeit. Knallharte Themen. Top Stars. Der Allgäuer Fußball- und Sporttalk. Das ist Spitzensport und Spitzengäste. Jetzt live. Sie legen die roten Karten auf den Tisch. Danke. Schönen guten Abend. Danke. Schönen guten Abend. Liebe Zuseher. Wir begrüßen euch und die Zuschauer am Bildschirm zu Hause ganz herzlich aus dem Festspielhaus Füssen zur zweiten Runde unseres Allgäu Sporttalks. Ja, Kathi. Der Allgäu Sporttalk wird auch zu sehen sein auf Allgäu TV am Samstag und Sonntag um 21 Uhr in voller Länge. Wir haben ein neues Mitglied bei uns im Allgäu Sporttalk und zwar die Kathi. Sie ist Eiskunstläuferin im Paarlauf, zweimal bei Olympia und bei der Heim-WM 2004 warst du sensationelle Dritte. Ich möchte dich ganz herzlich begrüßen im Moderationsteam hier. Vielen Dank. Und an meiner Seite ist der Tausendsasser und Selfmade-Man aus dem Allgäu. Er ist Joko und Klaas in einer Person, Daniel Probst. Die Themen heute. Begrüßen Sie mit uns heute Abend den ehemaligen Bundesliga-Profi und den neuen Trainer des TSV Kottern mit sehr interessanter Zweitkarriere, Frank Wiblishauser. Wir porträtieren die sympathische Nadine Rieder, die junge Profi-Mountainbikerin, die nicht nur schnell und erfolgreich fährt, sondern auch blendend aussieht. Ja, und der Sportbeauftragte aus Füssen, er kann nicht nur Eishockey, sondern ist auch in den olympischen Disziplinen sehr bewandert. Wir sprechen mit Markus Gmeiner über seine sportliche Funktion und über die gerade zu Ende gehenden Festspiele der Stadtolympiade in Füssen. Ja, genau hier. Unsere Talkgäste, wir möchten Sie jetzt gern begrüßen. Ja, der erste ist der ehemalige Bundesliga-Profi und Trainer des TSV Kottern. Begrüßen Sie mit uns Frank Wiblishauser. Hallo. 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 Servus. Das Wetter im Allgäu verdirbt ja nicht oft die Laune. Sie tritt in die Pedale wie keine andere. Was wir mit einem Fahrrad nicht hinbekommen, das schafft sie ganz sicher. Begrüßt mit uns die gebürtige Oberstdorferin, die mehrfache deutsche Meisterin und Weltcupsiegerin im Mountainbike, Nadine Rieder. Und unser dritter Gast heute Abend in dieser Runde, der Sportbeauftragte der Stadt Füssen. Herzlich willkommen, Markus Gmeiner. Hallo, Abend. Hallo. Servus. Hallo. Hallo. Ganz außen. Warte, ich muss da außen rum. Frank, die erste Frage geht an dich. Gestern war das Highlight schlechthin im Allgäuer Fußball. FC Mengingen hat gegen 1860 München gespielt. Warst du live vor Ort? Nein, ich konnte leider nicht, weil ich mit dem TSV Kottern eben nochmal Training hatte, weil wir ja am kommenden Wochenende Saisonauftakt haben. Von daher konnte ich es leider nicht verfolgen. Ja, wie gesagt, es steht ja auch schon das erste Punktspiel in der Bayernliga an gegen Neumarkt. Und man kann es ja jetzt sagen, morgen, also am Samstag ist die Ausstrahlung. Deswegen seid ihr schon bei 100%. Von der Fitness her würde ich schon sagen, dass wir nahezu bei 100% sind, so vom Fußballerischen, was ich mir vorstelle, haben wir sicherlich noch ein bisschen Nachholbedarf, beziehungsweise brauchen einfach noch ein bisschen Zeit, aber ich kenne die Jungs jetzt seit 4,5 Wochen, von daher braucht das alles ein bisschen mehr Zeit, bis wir uns dann einfach noch mehr kennenlernen, beziehungsweise bis einfach die Abläufe, wie wir uns alle vorstellen, bis ins Detail passen, aber ich denke mal, Woche für Woche wird uns immer Schritt für Schritt voranbringen und im Laufe der Zeit wird es dann automatisch besser.
Steht deine erste Elf? Hast du schon einen Plan, wie du das Spiel gewinnen möchtest? Größtenteils ja. Die eine oder andere Position ist noch ein bisschen offen, aber da entscheidet dann wahrscheinlich auf der Busfahrt nach Neumarkt das Bauchgefühl. Ja. Was ist so dein Ziel mit dem TSV Kottern so diese Saison? Geht es jetzt eher erstmal um das Ganze zu festigen? Ich meine, ich habe gesehen, die Backer stehen vor der Türe. Ist es Aufbruch oder ist es Abbruch? Sowohl als auch. Also ich denke mal, sie haben ja in der letzten Saison bis zum letzten Spieltag kämpfen müssen, dass sie die Liga erhalten haben. Und da versuchen natürlich quasi ab dem Wochenende alles dran zu setzen, dass wir nicht in diese Zonen kommen, sondern dass wir vielleicht einen Tick entspannter durch die Saison kommen. Dann wollen wir das mal hoffen. Nadine, Frage an dich. Du bist ja leider durch das letzte Rennen in der Lenzerheide nicht ganz ohne Sturz gekommen. Man sieht es ja auch noch, du bist lädiert. Wie geht es dir heute den Umständen entsprechend? Und erstmal großen Applaus, dass Nadine heute trotzdem da ist. Danke. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich dabei sein kann, weil gestern sah es nicht so danach aus. Da habe ich noch angerufen, habe gesagt, es kann sein, dass ich sofort ins Krankenhaus muss und dass man es nochmal operieren muss. Und ja, aber jetzt ist soweit den Umständen entsprechend gut und ich bin froh, dass ich jetzt dabei sein kann. Und das Bein kann ich ja perfekt hochlegen. Aber du hast du im Moment Schmerzen? Nee, also so jetzt, wenn ich das Bein oben liegen habe, dann bin ich so gut wie schmerzfrei. Ja. Fernsehen muss wehtun wahrscheinlich. Genau. Ja. Und wie ist es zu dem Sturz gekommen im Rennen? Also es war ziemlich rutschig, weil es hat zum Regnen angefangen und es war eine steile Abfahrt und ich bin mit dem Vorderrad blöd weggerutscht an der Wurzel und habe mich dann überschlagen und ja, eigentlich ist gar nicht viel passiert, also ich habe nirgends Schürfungen, gar nichts, aber ich bin mit dem Knie wahrscheinlich direkt auf den Stein gefallen und es war ziemlich tief bis zur Kniescheibe offen und ja, das Blöde ist, dass der Schleimbeutel verletzt wurde und dass sich eine Entzündung entstanden ist und das ist jetzt so ein bisschen das Problem, dass es halt sich nicht weiter entzündet, weil das ist eben, ob man dann rausmachen muss, ob man das Ganze aufmachen muss nochmal und ja. Aber so wie es jetzt im Moment aussieht, geht die Entzündung zurück und aber jetzt muss ich halt erstmal Ruhe bewahren. Ja. Und in den letzten Rennen, also oder davor in den Jahren, hast du sehr oft schon solche Stürze gehabt oder war das jetzt eher das Schlimmste, was dir da passiert ist? Also Stürze kommen immer wieder mal vor, aber dass ich das Rennen dann eigentlich beenden muss und nicht weiterfahren kann, das kam jetzt noch nicht so oft vor. Und dass ich danach dann wirklich so lädiert bin und gar nicht fahren kann und das Training komplett stoppen muss, ist jetzt eigentlich so, also wie jetzt noch nie so vorgekommen. Dann hoffen wir, dass es schnell wieder. Ja, danke. Zu Ihnen, Markus, oder zu dir, Markus. Im Moment findet ja die Stadtolympiade in Füssen statt. Heute war noch der Altstadtlauf, der müsste jetzt schon beendet sein und morgen sind die Siegerehrungen. Zum wievielten Male findet eigentlich die Stadtolympiade schon statt? Ja, die führen wir jetzt heuer zum 27. Male hier in Füssen durch und ja, mit großer Begeisterung aller Beteiligten, einmal die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die da voll mit vollem Eifer dabei sind, also auch die Vereine, haben wir ja unzählige Vereine, die ja die Disziplinen organisieren, also sind alle mit großem Eifer dabei. Wer hatte denn die Idee zu dieser Veranstaltung? Ja, die hatten wir gemeinsam einmal mit der Interessengemeinschaft Füssener Sportvereine. Die wurde 1991 gegründet. Das ist so ein Dachverband aller Füssener Sportvereine. Und ich habe mal in Kaufbeuern Eishockey gespielt der Saison, habe da mal bei der Stadtolympiade in Kaufbeuern mitgemacht und habe gedacht, sowas könnte man da mal in Füssen auch mal probieren. Und dann war ich gerade 91, bin ich dann zum Sportbeauftragten bestellt worden durch den damaligen Bürgermeister. Ja, und dann ging es halt langsam los, 91 mit der ersten Auflage. Und so in den letzten Jahren hattet ihr auch schon mal ganz prominente Teilnehmer dabei? Ja, also ich denke jetzt nicht so weit zurück. Vor 2 Jahren, glaube ich, war es der Johannes Ritschek, der da mitgemacht hat, mehrmaliger Weltmeister, nordische Kombination. Der hat bei einem Team der Mannschaftsolympiade mitgemacht, beim Herrenteam. Oder aktuell denke ich jetzt an die Jennifer Harrs, Torfrau aus Sonthofen, die kennt, glaube ich, auch jeder. Wurde in Füssen ausgebildet, Olympische Winterspiele schon teilgenommen, Nationaltorhüterin. Oder der Thomas Greis, NHL-Profi-Torwart, NHL, New York Islanders, der hat schon mal mitgemacht. Oder ich glaube, der Kevin Volland, den müsste Frank noch kennen, aktueller Nationalspieler in Leverkusen, der hat auch schon mal mitgemacht in Füssen. Ja, das sind ja prominente Gäste. Ja. Welche Bedeutung hat denn die Stadtolympiade für die Stadt Füssen und was sind genau deine Aufgaben dabei?
Also die Bedeutung, man kriegt es mit, wenn man die Woche da live dabei ist. Es ist eine 10-tägige Veranstaltung, jeden Tag ist irgendwas geboten, es geht schon los, Wochen vorher, Monate vorher, ja, wo die Jungs und die Mädels schon trainieren und sich auf diese Veranstaltung freuen, auf das Sporteln, auf das Gesellige. Das ist auch ganz, ganz wichtig, denke ich, bei dieser Veranstaltung. Das wird ganz groß geschrieben. Es werden unzählige Freundschaften geknüpft, man kennt sich, alle sind mit Spaß dabei. Und ja, wenn man das dann so live mitkriegt, die Tage, dann muss ich sagen, dann haben wir in Füssen mit unseren tollen Vereinen alles richtig gemacht. Also ein großer Gewinn für die Stadt. Ja, absolut. Ja. Absolut. Welche Disziplinen werden angeboten, dass die Leute mal wissen, was so alles stattfindet? Jetzt wird es schwierig. Es sind viele Disziplinen. Wir haben ja, Stadtolympiade ist ja eine Veranstaltung, eine Mehrkampfveranstaltung. Mhm. Wir bieten Disziplinen für Einzelsportler an, also 6 verschiedene Disziplinen. Dann haben wir Mannschaftsolympiade Herren, dann haben wir Damen und Mixed, auch mit jeweils 6 Disziplinen. Dann haben wir vor ein paar Jahren noch Ü30-Wettkämpfe angeboten, 6 Disziplinen. Ja, und für die Kleinen ab 6 bis 16 Jahre die Kinder- und Jugendolympiade in 5 verschiedenen Altersklassen, ebenfalls mit 6 Disziplinen. Also das viele, also alles, was man sich vorstellen kann, Laufen, Radeln, Schießen, Fußball, Fieseln, Badminton, Tischtennis, Tauziehen. Volleyball, Tauziehen, ja. Morgen ja. Abend, morgen Vormittag. Ich meine, die Berge sind ja so nah, dass ihr auch mal über so Bergsportdisziplinen mal, habt ihr sowas auch mit im Programm? Berglauf, vielleicht Gleitschirmfliegen oder Gondelfahren? Also Gleitschirm wäre zu gefährlich. Gondelfahren, ja. Ja, vielleicht Zweiergondel, Dreiergondel, Vierergondel. Ja, ja. Nein, aber ich meine, es gibt ja auch vielleicht Klettern und solche Dinge. Ja, das Problem ist, das sind 10 Tage. Die Veranstaltung dauert 10 Tage. Und man muss 6 Disziplinen mitmachen in diesen 10 Tagen. Also die Sportlerinnen und Sportler sind eh jeden Tag gefordert. Und wir haben nicht länger Zeit. Wir wollen am Samstagabend, morgen Abend unsere große Players Night feiern. Das ist also da die 7. Disziplin, kann man sagen. Und wenn wir es länger machen und noch mehr Disziplinen, dann bringen wir es in den Terminkalender leider nicht unter. Dann wird der Rahmen einfach zu groß. Ja, wird der Rahmen zu groß, ja. Ja, bei all den Sportarten, woran hängt eigentlich am meisten dein Herz? Also mein Herz heute Abend beim Altstadtlauf. Ja. Okay. Also dieser 600 Meter Sprint in der Altstadt, dieser Staffellauf, 6x600 Meter, wenn man da live dabei ist in den engen Gassen, in der Reichenstraße, Schrannengasse, Drehergasse und wenn man da die Atmosphäre und Stimmung mitkriegt, auch von den Zuschauern. Ja, und die Sportler, die haben da Angst vor dieser Disziplin, das merkt man. Vor dem Wettkampf sind die, ich habe selber einige Male mitgemacht. Das wollte ich gerade fragen, die Anspannung, die Anspannung ist riesig, weil es halt doch, Strecke ist 600 Meter, die macht man nicht jeden Tag. Mhm. Wenn man da einen Fehler macht, dann ist man weg vom Fenster. Gibt es für euch noch, Frank, gibt es für dich auch irgendeine Disziplin außerhalb vom Fußball, was du dir vorstellen könntest, als olympische Disziplin auszuüben? Gut, Golf ist ja mittlerweile aufgenommen worden, von daher. Golf. Finde ich es. Ja, ein Ball muss schon noch dabei sein. Kleine weiße Kugel muss immer mit dabei sein, also von daher finde ich auch einen schönen, entspannenden Sport und daher. Nadine, gut. Wie wäre das bei dir? Also ein Ball soll es auf keinen Fall sein, da bin ich nicht so begabt. Aber ich habe leistungsmäßig auch Langlauf gemacht und habe mich aber mit 14 dann für einen Radsport entschieden. Und bis dahin bin ich aber auch wettkampfmäßig mit einem Langlaufski unterwegs gewesen. Okay, das wäre dann eher Winterolympiade. Ja. Aber das, ja. Daniel, und du? Ich habe da unten ein Tretboot, das läuft ganz gut bis rüber nach Waltenhofen und dann wieder zurück. 20 Minuten, dann bin ich wieder da, hinten die Angel raus, also Sportfischen vielleicht noch. Ja. Aber grundsätzlich als olympische Disziplin, tja, das ist wirklich nicht einfach. Also Speerwurf fände ich auch nicht schlecht. Nadine, was wäre es bei dir? Wasserballett vielleicht? Wasser, ja genau. Das wäre auch nicht schlecht. Das wäre auch nicht schlecht. Frank, kommen wir zu dir. Wir gehen ein bisschen auf deine Vergangenheit drauf ein. Und zwar, du warst beim FC Bayern von 94 und 2000. Darunter warst du 2 Jahre als Profi, 96 bis 98. Was ist dir in der Zeit, das ist ja jetzt auch schon ein bisschen was vergangen, was ist dir in dieser Zeit so wirklich gedanklich so hängen geblieben? Letztendlich, dass trotz der ganzen Professionalität, die sich sicherlich im Laufe der Jahre noch viel, viel weiter ausgebaut hat, beim FC Bayern, auch wenn es viele immer anders dastehen, einfach auch extrem stark das Menschliche gezählt hat. Also wenn
wenn man jetzt teilweise auch jetzt die Verantwortlichen, die zur damaligen Zeit auch schon dort war, sei es ein Uli Hoeneß oder Karl-Heinz Rummenigge, wenn es Probleme gab, sie waren jederzeit da und haben versucht, das Problem zu lösen. Es war damals schon so und es ist in der heutigen Zeit immer noch so. Und das ist häufig eine Thematik, wo leider nicht so in den Vordergrund gestellt wird, sondern das heißt immer nur, sie gehen ihren eigenen Weg. Klar, jeder Verein geht seinen eigenen Weg, aber trotz allem das Menschliche war und ist nach wie vor immer auch ein sehr, sehr hoher Stellenwert bei dem Verein. Ja, was war damals so deine, wer war so in deiner eigenen Konkurrenzposition damals, als du Spieler warst auf der linken Seite, wer war da unmittelbar, wie war das Konkurrenzverhalten dann? Oder war das alles, man steht ja da ein bisschen natürlich im Leistungsdruck, ist ja klar. Klar, damals hatte ich Christian Ziege vor mir, beziehungsweise Vicente Lisa Rassou, der damals mit Frankreich auch Weltmeister wurde. Michael Tarnath hatte ich damals auch als Konkurrenten. Klar, es war damals als junger Spieler war schon so, dass man zu den Jungs aufgeschaut hat. Auf einmal steht man neben denen auf dem Platz, beziehungsweise trainiert mit ihnen. Konnte sicherlich sehr, sehr viel lernen, was für meinen weiteren Werdegang sicherlich auch ein Riesenvorteil war. Aber es war natürlich damals eine extreme Konkurrenz, ganz klar. Das war damals unter Trapattoni. Genau. Wie läuft so eine Kabinenanrede dann? Ist das was Besonderes? Kann man sich an das noch erinnern? So, oder ist das? Klar, anfangs war es immer so ein bisschen kauderwelsch aus mehreren Sprachen, weil er ja kam, hat Deutsch zwar gelernt, aber wir haben genauso viel auch Italienisch gelernt, weil die Ansprachen teilweise in zwei Sprachen abliefen. Aber es war natürlich ein unheimlich toller Mann mit einer riesen Aura, der im Fußballisch sehr, sehr viel beibringen konnte, aber man hat auch von ihm als Menschen sehr, sehr viel lernen können, weil er unabhängig davon, ob einer Präsident war oder seit mal fürs Schuhputzen zuständig war, jeden Menschen gleich behandelt hat, und das fand ich an ihm sehr, sehr faszinierend. Kann man vielleicht eine kleine Kabinenanekdote irgendwie, was man da so erlebt hat? Es wäre ein interner, aber nein, wir können es dann rausschneiden, das ist jetzt gut, nur für die Gäste. Gut, letztendlich ja, die ultimative Pressekonferenz, wo er durch alle Gazetten bzw. über alle Bildschirme gegangen ist, glaube ich, die war ja, oder ist ja, glaube ich, jedem bekannt, wo er. Ja, das war mehr oder weniger die Trainerrede schlechthin. Also genau. Ich glaube, das hat das Ganze, glaube ich, erstmal auf einen anderen Sockel gehoben. Nach zwei Jahren bei den Amateuren, beim FC Bayern, bist du dann im Jahr 2000 in die Bundesliga wieder zum 1. FC Nürnberg gewechselt und hattest auch wieder einen charismatischen Trainer, und zwar einen Klaus Augenthaler. Wir alle kennen ihn auch auf seine Art und Weise und auf seine kuriosen Pressekonferenzen. Das war auch vielleicht, was dir noch in Erinnerung geblieben ist. Wie habt ihr ihn eigentlich genannt? War das der Auge für euch oder was war das für ein Trainertyp? Also wir hatten ihn damals, also ich zumindest habe ihn per Sie angesprochen, ich habe ihn damals schon aus meiner Münchner Zeit kennengelernt, weil er damals Co-Trainer bei Trapattoni war. Er wollte mich damals auch schon mal nach Österreich holen, wo er einen Zwischenstopp bei Graz gemacht hat. Aber auch er war natürlich für mich ein sehr, sehr wichtiger Trainer, weil er mir letztendlich die Möglichkeit gegeben hat, Bundesliga zu spielen. Natürlich mit seiner ganzen Erfahrung und seiner ganzen Routine hat er einem auch in seiner ganzen Entwicklung extrem weiterhelfen können. Er war im Training, war auch immer selber fleißig mit dabei. Also wenn es mal an Aggressivität gemangelt hat, ist man eher so ein bisschen in die Bresche gesprungen, hat man ein bisschen mit einer Powergrätsche die Aggressivität angehoben, und natürlich hat man auch zu ihm ganz klar aufgeschaut. Ich meine, es geht ja auch ein bisschen um die Trainersache. Klar unterscheiden sich viele Trainer, Trapattoni, Klaus Augenthaler, was du ja auch alles erlebt hast. So, was sind so grundsätzlich die unterschiedlichen Typen? Spielt der Ottmar Hitzfeld auch noch mit rein? Vielleicht weiß ich, ob man das auch noch so mit reinnehmen kann, weil er beim Ottmar Hitzfeld, also der war, kam er dann auch nach Trapattoni. Was sind so die unterschiedlichen Trainertypen, wenn man die miteinander vergleicht? Trapattoni, Augenthaler, wo kann man das festmachen? Trapattoni hat sehr, sehr viel Wert aufs Taktische gelegt, was er damals in Italien das absolut höchste oder die höchste Priorität genossen hat, hat auch sehr, sehr viel individuell gearbeitet. Bei Augenthaler war es eher so, dass er auch sehr, sehr viel gepusht hat, also dass er einen wirklich die eigene Stärke immer versucht hat, in den Vordergrund zu stellen, die dann eingegliedert hat ins Teamverhalten, sodass wir dann als Team gewachsen ist. Ottmar Hitzfeld war ein Perfektionist, sag ich mal, was aus Mannschaftsgefüge anging. Also er hat es
wirklich sehr, sehr gut verstanden, sage ich mal, von der Nummer 1 bis zur Nummer 18 oder 22, alle in Anführungszeichen bei Laune zu halten, weil ich ganz genau wusste, wenn es, sage ich jetzt mal, bei den Spielern, die jetzt vielleicht nicht ganz so zum Zug kommen, wenn es da zu Unruhe kommen sollte, dass es natürlich dann das ganze Mannschaftsgefüge unter Umständen durcheinander hauen kann, sodass es dann wirklich, wenn es dann in die Spitze geht oder in die entscheidende Phase der Saison, dass es da dann unter Umständen zu Unruhe kommt, was dann letztendlich dann dem eigenen Erfolg im Wege steht. Hast viel davon auch noch gelernt. Klar, wenn man bei so Großen auch mal abschauen kann oder grundsätzlich trainieren darf, hast du für dich selber auch schon Dinge da benutzt? Klar, speziell in meiner jetzigen Funktion, die ich jetzt bei Kotten habe, man versucht immer die guten Dinge, die ein Trainer gemacht hat, vielleicht ein Stück weit auch ins eigene mit einfließen zu lassen. Man versucht ja immer das Beste, was einer an den Tag legt, letztendlich vielleicht auch ein bisschen weitergeben zu können oder auch das Erlernte weitergeben zu können. Und daher, ja, versucht man halt das Maximale dann auch im eigenen Team weitergeben zu können. Welcher ist dir am meisten in Erinnerung geblieben? Also jetzt von deiner Karriere? Ich meine, es kann ja auch sein, dass es andere Trainer waren. Gut, letztendlich die drei genannten Trainer, den habe ich selig allen viel zu verdanken, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, mit Klaus Augenthaler habe ich am meisten zu verdanken, weil er mir letztendlich Sprungbrett gegeben hat. Mein Klaus Augenthaler war in den 90ern grundsätzlich eigentlich das Vorbild für Defensivspieler. Ich meine, was für Vorbilder kann man heute da grundsätzlich einsetzen, wenn man jetzt junge Spieler hat und ich rede einfach, wenn man den DFB zum Beispiel nimmt, der hat sich ja auch wahnsinnig weiterentwickelt und diese ganze Jugendarbeit, die zeichnet sich ja jetzt ja langsam aus. Setzt ihr das jetzt zum Beispiel in deiner Trainerarbeit, setzt ihr das da auch jetzt so weiter fort, dass die Schulungen greifen, dass man da einfach auch was mitbekommt, dass man die U-Mannschaften sind ja alle recht erfolgreich. Benutzt ihr auch solche Systeme? Seid ihr da ziemlich nah dran an dieser DFB-Ausbildung, jetzt auch wenn du als Trainer in Kottern arbeitest? Es ist ganz klar, dass auch in der Trainerausbildung in der Hinsicht viel gearbeitet wird. Es wird heutzutage viel, viel spezifischer gearbeitet. Wenn man jetzt die Spieler betrachtet, sie kommen natürlich mit einer ganz, ganz anderen Ausbildung, sei jetzt mal im Seniorenbereich an. Alleine wenn man die ganzen Stützpunkte betrachtet, früher muss ich von Memmingen, wo ich ja gebürtig gelebt habe, beziehungsweise jetzt wieder lebe, immer nach München zum Stützpunkt fahren. Heutzutage sind im Allgäu im Umkreis von, sagen wir mal, 60, 70 Kilometer 4, 5, 6 Stützpunkte. Also man merkt schon, dass einfach die Ausbildung viel, viel detaillierter ist und einfach viel, viel breiter gestreut. Und das kommt natürlich allen zugute, sowohl den Spielern, dass es von der Ausbildung her viel, viel besser und professioneller ausgebildet wurden. Aber auf der anderen Seite kommt es natürlich den Trainern auch wieder zugute, wenn sie dann einfach besser qualifizierte Spieler haben. Da greift es natürlich auch ganz gut. Man weiß es ja, Confed Cup, das sind ja jetzt alles die unmittelbaren Dinge, die da vor einem stehen. Grundsätzlich, Herr Gmeiner, um Sie jetzt dann nochmal anzusprechen, Sie waren auch Trainer oder zumindest im Eishockey, wenn man da mal eine Überleitung hinbekommt. Gibt es diese Didi Hegens von in der neuen Zeit, dass man da neue Vorbilder schafft, im Eishockey zum Beispiel, wie was jetzt so in so einer Trainerarbeit auch abläuft, im Fußball, gibt es eine positive Entwicklung auch im Eishockey, so in so einer Richtung, wo sowas aufgestellt ist? Ja, Eishockey ist sehr, sehr schwierig, also da war es in Deutschland über Jahre hinweg immer kritisch, man ist einmal abgestiegen, wieder aufgestiegen. Ich glaube, so richtig gepusht worden ist es wieder durch den Uwe Krupp, der dann Bundestrainer wurde, wo man dann diese Heim-WM gehabt hat, 2010 in Köln und in Mannheim, mit dem 4. Platz auch. Und jetzt dann aktuell muss er dann den Bundestrainer, den Markus Sturm, hernehmen. Jetzt bei der letzten WM jetzt in Köln und Paris, der einfach das geschafft hat, die Topstars aus Kanada, aus Amerika, eben für die Nationalmannschaft wieder zu begeistern, dass die eben nach den langen Strapazen in der NHL mit über 80 Spielen nach Deutschland fliegen und dann eben für die deutsche Nationalmannschaft spielen. Ja. Das haben die Vorgängertrainer nicht geschafft, ob das jetzt der Pat Cortina war, der Kölliker, der Schweizer. Aber das waren halt oder sind zwei Idole, denke ich mal, jetzt auch für unsere jungen Spieler, auf die sie eben hochschauen, aufschauen können und die den Kindern, den Burschen auch noch was zeigen können. Und
ja, die wissen, von was sie reden. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und der Marco Sturm hat sie ja auch von Rang 13 auf Rang 8 geführt, also in weniger als 2 Jahren in der Weltrangliste. Ja. Also ich denke, die Spieler folgen ihm auch. Also, ja, das hat man auch gesehen. Wie gesagt, Dennis Seidenberg auch von der NHL kam ja auch rüber für die WM. Und man hat ja auch in der WM gesehen, die waren ja wirklich toll, die Jungs, und haben ja auch das Viertelfinale erreicht. Ja. Dann natürlich mit dem Leon Dreiseitel. Den kennen wir noch aus der Füssner Zeit, wo wir in der DNL gespielt haben, 2012, also das Alter 15 bis 18 Jahre oder 16 bis 19. Da war der noch bei den jungen Adler Mannheim, hat da gespielt mit dem Dominik Cahun. Und Dominik Cahun spielt jetzt eben auch in der Nationalmannschaft Red Bull München. Und eben der Dreiseitel mit jetzt 22 Jahren hat er über 80 Scorerpunkte in der NHL gemacht, war Topscorer in den Playoffs. Also, und dann kam der eben nach Köln, also ich war leider nicht live dabei, aber ich habe es eben mir sagen lassen, und dann schaut jeder nur noch auf diesen Spieler, und der hat es wirklich auch gezeigt. Ja. Aber gibt es grundsätzlich eine Philosophie, Frank, also du bist ja jetzt bei TSV Kottern Cheftrainer, gibt es eine Philosophie auch in die unteren, zu den anderen Jugendleitern, wo man vielleicht auch schon sagt, lass uns das mal ein bisschen anders machen, lass uns da eine andere Spielphilosophie ausprobieren, dass man da auch was, vielleicht was aufbaut? Gut, ich bin jetzt, wie gesagt, erst seit 4,5 Wochen in Kottern. Worauf wir schon Wert gelegt haben, war, dass auch talentierte Eigenspieler bei uns teilweise schon mittrainiert haben, dass man einfach sieht, okay, die Jungs, die dieses Potenzial dazu haben, dass man sie einfach sukzessive immer wieder ein Stück weit mit dazu führt, dass sie einfach schon merken, okay, in der Hinsicht reicht es, in der anderen Hinsicht haben wir noch ein bisschen Ausbaupotenzial. Aber ich denke, es wird dann im Laufe der Zeit auch so sein, dass wir uns dann einfach auch mit den Jugendtrainern einfach weiter austauschen, dass wir vielleicht in der Ausbildung noch mehr zusammenwachsen, weil ich denke mal, was im Seniorenbereich nicht ganz verkehrt ist, kann dann vielleicht auch im Jugendbereich funktionieren. Ja, ja. Daher werden wir natürlich sicherlich im Laufe der Zeit uns da auch im Hinblick austauschen. Ja, Frank, jetzt würde ich sagen, wir nehmen dich mal als Trainer unter die Lupe, denn ein Team von Allgäu TV war bei dir beim Training in Kottern dabei, und wir schauen mal einen kleinen Einspieler an. Hart, aber herzlich. Frank Wiebleshauser weiß, wie er mit seinen Jungs umzugehen hat. Seit Mitte Juni ist er nun Trainer des Allgäuer Fußball-Bayernligisten TSV Kottern. Auch das war letztendlich reiner Zufall. Ich habe zuerst beim TV Bad Grünbach im Bereich der Athletik gearbeitet, habe dann irgendwann mal die Anfrage dafür bekommen, die Jungs ganz zu übernehmen. Anfangs war es nur für ein paar Monate gedacht, aber hat dann doch auch wieder Spaß gemacht, und somit sind wir dann länger bei der ganzen Geschichte geblieben. Der 39-jährige Ex-Profi und gebürtige Memminger kennt seine Mannschaft bereits nach kurzer Zeit recht gut. Denn vor kurzem fand das Trainingslager statt. Das Trainingslager war gut. Wir haben 4 intensive Tage verbracht, haben natürlich Tag und Nacht miteinander verbracht. Und somit haben wir einiges schon erleben dürfen. Aber klar, es braucht sicherlich noch ein bisschen Zeit, bis wir dann uns noch besser kennenlernen und dann die ganze Geschichte noch mehr verfeinern. Am Trainer sein gefällt es mir letztendlich am meisten, wenn sich die Mannschaft weiterentwickelt. Und das ist natürlich immer mein Ziel, über die tägliche Arbeit dann so weit wie möglich zu kommen und sie dann weiterzuentwickeln. Sein Ziel ist es, jeden Spieler ein Stück voranzubringen. Außerdem soll das Team gefestigt werden. Dass wir als Kollektiv auftreten, dass wir über eine Einheit nach vorne kommen und somit dann über den Erfolg natürlich den größten möglichen Spaß haben. Wie für die meisten war es auch für Frank Wiebleshauser schon immer ein Kindheitstraum, professionell Fußball zu spielen. In seinem Fall wurde dieser Wunsch auch Realität. Ich habe das Fußballspielen beim FC Memmingen gelernt. Bin dann im Alter von 16 Jahren bin ich dann zu Bayern München gewechselt, habe dort dann 6 Jahre verbracht, bevor ich dann im Jahr 2000 zum ersten FC Nürnberg gewechselt bin. Dort habe ich dann 5 Jahre verbracht, war dann ein Jahr noch in der ersten Schweizer Liga beim FC St. Gallen. Es ging dann nach einem Jahr wieder zurück nach Deutschland, wo ich dann bei der TuS Koblenz noch 4 Jahre in der zweiten Liga gespielt habe, und dann habe ich im Jahr 2010 mit Fußballspielen aufgehört. Auch wenn seine Profikarriere mittlerweile vorbei ist, gibt es immer noch Momente, an die er sich sehr gerne zurückerinnert. Wir hatten damals mit der U15 ein Länderspiel in England im alten Wembley-Stadion. Das sind schon Eindrücke, die man nicht so schnell vergisst. Beide Jobs haben letztendlich ihren Reiz und ihre Aufgabe. Und von daher hat es mir in der Vergangenheit Spaß gemacht, als aktiver Spieler zu spielen. Genauso macht es mir jetzt aber auch Spaß, den Jungs nach Möglichkeit ein bisschen was mit auf den Weg zu geben, sodass sie sich verbessern. Und jetzt erfahren Sie noch mehr über Frank Wiebleshauser, einen unserer Gäste beim Sporttalk.
was ich mir davon erwarte. Also letztendlich, dass wir eine schöne Stunde miteinander verbringen, dass wir Spaß haben und dann einfach uns austauschen und somit dann auch einen schönen Abend miteinander verbringen. Und damit herzlich willkommen, Frank Wibleshauser. Ja, Frank, im Beitrag haben wir jetzt einiges gehört und gesehen über dich. Jetzt die Frage an dich: Wie siehst du dich eigentlich selbst als Trainer? Was willst du deinen Spielern mitgeben? Ja, letztendlich, wie ich es ja schon vorher sagte, über den Spaß und dann vor allem auch über den Fleiß, dass man da wirklich das Maximale rausholen, weil letztendlich die Erfolge sind die Dinge, die prägend bleiben, und davor müssen wir halt ein bisschen Gas geben, sodass wir alle in die Spur kommen. Und was halt für mich einfach wichtig ist, dass wir einfach in der Einheit, wo wir einfach unheimlich viel Zeit miteinander verbringen, dass wir einfach vernünftig, ehrlich und respektvoll miteinander umgehen und somit dann richtig viel Spaß haben, ja. Ist ja manchmal als Trainer bestimmt auch gar nicht so leicht, so eine Horde zusammenzuhalten, oder? Klar, wenn man auf 22 verschiedene Charaktere trifft, wo jeder so ein Stück weit auch seine Flausen im Kopf hat, kommen immer mal wieder Schoten vor, die jetzt nicht unbedingt für alle zugänglich sind. Aber klar, es sind junge Jungs, die aber alle das Herz am richtigen Fleck haben. Und daher hat natürlich jeder auch ein bisschen was, wo man manchmal drüber schmunzeln muss. Aber letztendlich, es macht Spaß und das ist das Entscheidende. Man hat dich ja gesehen. Was bist du für ein Trainertyp? Bist du mehr so ein Kumpeltyp oder Respektsperson? Was für Ansprache, mehr über die Ansprache, oder wird es einfach klar analysiert? Wie siehst du dich als Trainertyp, mehr so ein Jürgen Klopp, oder in was für eine Richtung gehst du? Ich glaube schon, dass ich ein Trainer bin, wo eine gewisse Linie hat. Glaube ich, dass es aber trotz allem grundsätzlich in jeder Gruppe oder in jedem Team, wo man sich bewegt, wichtig ist. Weil wenn jeder seinen eigenen Weg geht, glaube ich, dann artet das alles ein bisschen aus. Aber ich glaube schon, dass wir auch alle zusammen viel Freude miteinander haben. Klar, wenn man viel gibt, wird man viel ernten. Genauso natürlich auch, wenn wir viel Leistung bringen oder gute Leistungen abrufen, dann kannst du auch dementsprechend. Ich habe es ja auch gesehen. Ich meine, du machst ja auch alle Übungen mit. Also so, das lässt du dir, glaube ich, noch nicht nehmen. Nee, letztendlich finde ich es einfach auch wichtig, wenn ich gewisse Dinge vorgebe, dass ich dann zumindest ein bisschen noch mitmachen kann. Alles geht natürlich sicherlich nicht mehr mit meinen 39 Jahren, aber ich kann nicht immer nur von den Jungs verlangen, ohne dass ich es dann selber letztendlich durchhalte. Und deshalb glaube ich, so ein gesunder Mix zwischen Anspruch und dann auch tatsächlich, was ich noch umsetzen kann, selber noch umsetzen kann, ist dann, glaube ich, nicht ganz verkehrt, weil sonst sagen sie auch, der haut nur drauf und hat selber nichts drauf. Ja. Also von daher. Okay. Markus, wie war das bei dir als Eishockeytrainer? Du warst ja auch beim EV Füssen Eishockeytrainer. Warst du auch Kumpeltyp, Respektperson, oder gibt es auch Parallelen zum Fußball eigentlich im Eishockey? Denke ich schon, dass es in jeder Sportart Parallelen gibt, denke ich schon. Also ja, was war ich für Trainer? Das müssen andere beurteilen. Ich glaube, es ist immer schwer, sich selber einzuschätzen. Man kommt dann doch vielleicht öfter mal anders rüber, wie man wirklich ist. Also wichtig ist halt, denke ich, dass man alle bei Laune hält. Ich war ja überwiegend im Nachwuchsbereich tätig, bis auf das letzte halbe Jahr noch beim EV Füssen, wo dann die erste Mannschaft, da haben wir uns übrigens sogar kennengelernt haben. Jawohl, du hast uns das Schlittschuhlaufen beigebracht, Innenkante, Außenkante, das genau. Konnten nicht viele bei uns. Ja, und je nachdem, wo man halt tätig ist, in welchem Altersbereich, da muss man halt Schwerpunkte setzen, und ich denke, es ist wichtig, einfach gerade den Jungen, den Kindern was vorzumachen, dass man da gut ausgebildet ist. Kati, wie war das bei dir? Du hattest auch viele Trainer, du warst in einem ganz hohen Leistungsbereich. Wer dürfte mit dir noch aufs Eis? Also wir sind ja eine sehr individuelle Sportart auch, also auch eher fast Einzelsport. Natürlich bin ich mit Partner gelaufen, aber wir haben ein sehr enges Verhältnis zu unserem Trainer gehabt, war aber Respektperson, also ich habe ihn auch immer mit Sie angesprochen. Und wir haben aber auch ein großes Trainerteam um uns herum gehabt, also wir hatten einen Choreografen, wir haben Turniertanzausbildung, Ballettausbildung gehabt, also es ist ein ganzes Team, so wie im Fußball heute auch. Ich denke, heute im Sport geht sowieso nichts mehr ohne Team. Es kann nicht einer alles leisten, das geht einfach nicht. Das glaube ich auch, dass man seine ganzen Kompetenzen kann man vielleicht auch abgeben. Vielleicht kann man dann auch noch genauer ins Detail gehen. Mhm. Also. Nadine, bei dir, du bist ja eigentlich auch eher Einzelsportlerin. Hast du einen eigenen Trainer oder Betreuer, oder wie läuft das bei dir ab im Mountainbiken? Weil weiß ich jetzt gar nicht Bescheid. Ich habe auch einen eigenen Trainer, und das ist auch ganz wichtig. Es gibt einzelne Athleten, die machen es selber, aber ich finde auch, wenn man dann da irgendwie so eingefahren drin ist, ist dann auch das Risiko, dass man einfach vielleicht einfach zu viel macht. Und mir ist es wichtig, dass einfach jemand von draußen auch drauf schaut und
Ja, für mich, also mein Trainingsplan ist wirklich für jeden Tag. Das ist wie ein Stundenplan, den ich einfach abarbeite und das alles, also ich schreibe dann auch alles auf, wie Gewicht und Ruhepuls, und mein Trainer schaut es dann wöchentlich immer an und wir haben Rücksprache dann, und so baut sich das eigentlich immer, also 4 Wochen im Voraus kriege ich einen Plan und ja. Und hast du aber nur den einen Trainer oder auch noch einen Fitnesstrainer oder wie läuft das bei dir? Nee, also ich habe den einen Trainer und trainiere aber, also das Training selber, da mache ich eigentlich alleine. Okay. Ich denke, wir haben einen kleinen Clip vorbereitet. Ja. Bevor wir weiterreden, machen wir einen kleinen Einspieler über die Nadine, wie sie sich so im Radsport macht. Ja. Also zum Mountainbiken bin ich schon mit 9 Jahren gekommen. Da ist mein Bruder, der ist 2 Jahre älter, der ist auch schon Rennen gefahren. Und dann wollte ich unbedingt einen Pokal haben. Meine Eltern wollten mir keinen kaufen, weil das war mein Vorschlag. Und ja, dann, ich habe mich erst nicht getraut, Rennen zu fahren, bin aber dann doch dann mal an den Start gegangen, habe da direkt einen 2. Platz gemacht, hier im Allgäu beim Alpencup. Und dann hat es angefangen. Also ich fahre beim Mountainbike Cross Country und Cross Country Eliminator. Ganz kurz die Erklärung, also Eliminator, das ist quasi ein Sprint, da fahren 4 gegeneinander und immer die besten 2 kommen weiter. Die Renndauer ist so circa 2 Minuten pro Lauf und man hat dann, fängt beim Achtelfinale an, Viertelfinale, Halbfinale, Finale, wenn es gut läuft. Und dann fahre ich noch Cross Country, das ist die olympische Disziplin, das ist immer so eine circa 5 Kilometer Runde und da ist die Renndauer 1,5 Stunden bis 1 Stunde 45 und da ist eben Massenstart und wer als erstes ins Ziel kommt, hat gewonnen. Also die Rennstrecken sind jetzt gerade im Weltcup, werden die immer technischer, auch nicht gerade ungefährlich, weil teilweise sehr viele Sprünge jetzt mittlerweile eingebaut werden und die Leute wollen es immer spektakulärer und es kommen Steinfelder rein und Wurzelpassagen, also es sind sehr anspruchsvolle Strecken, bergauf wie bergab. Also Verletzungen hatte ich bis jetzt noch nie, sowas richtig Schlimmes, aber wenn man meine Beine oder Ellbogen anschaut, da sind schon einige Narben, also es kommt immer mal vor, dass man stürzt und ja, jede Narbe erzählt quasi von irgendeinem Rennen. In dem Cycle-Passion-Kalender war ich 2013 das erste Mal. Da habe ich mich sehr gefreut, als die Anfrage kam, weil es ist wirklich so, es hat einen ziemlich hohen Stellenwert, der Kalender. Und es ist so für die weltbesten und schönsten Radsportlerinnen. Und da habe ich mich sehr gefreut, als dann die Anfrage kam, ob ich da nicht reinkommen möchte. Und als dann ein Jahr später jetzt für diesen 2014-Kalender wieder die Anfrage kam, da habe ich mich natürlich auch gefreut, weil zweimal in Folge reinzukommen, ist eigentlich nicht so der Normalfall. Also mein langfristiges Ziel ist natürlich die Teilnahme bei Olympia. Also bis dahin ist natürlich noch ein weiter Weg. Jetzt 2016 wäre Olympia in Rio de Janeiro. Und ja, man muss natürlich gesund bleiben und Spaß nicht verlieren und ja, gut vorbereiten und dann mal gucken. Welche Strecken liegen dir eigentlich am meisten? Eher die kurzen, diese Eliminator-Strecken? Oder bist du eher so auf die lange Strecke oder beides? Komischerweise bin ich in allen Disziplinen relativ gut. Und also mir macht es auch Spaß, dass ich einfach variieren kann. Ich fahre gern einen 5-Stunden-Marathon oder ein 4-Tages-Etappenrennen, aber ich fahre genauso gern einfach diese 2-Minuten-Sprints. Und einfach die Abwechslung macht es aus. Deine größten Erfolge bisher, also kannst du uns das mal sagen? Ja, also ich war im Nachwuchsbereich war ich bereits 3-mal deutsche Meisterin und jetzt in der Elite 2-mal. Dann war ich Vize-Europameisterin im Marathon, 3. beim Weltcup im Sprint und 4. bei der Weltmeisterschaft im Sprint und im Gesamtweltcup im Sprint bin ich auch 7. gewesen 2013. Ich denke, das könnte ja vielleicht auch einen kleinen Applaus. Danke. Du hattest, bist extra verletzt hier hoch. Jetzt vor deiner Verletzung bist du ja auch im Weltcup sicherlich gefahren. Wo finden eigentlich diese ganzen Rennen statt? Du bist da sicherlich sehr viel unterwegs auch, oder? Ja, es ist eigentlich schon so, dass also die Saison beginnt so im März und geht bis September und ich bin fast jedes Wochenende bin ich unterwegs. Und also sind viele Rennen sind in Nachbarländern, in Italien, Österreich und Schweiz. Und es kommt aber auch vor, also ich hatte schon Weltmeisterschaft in Südafrika. Also manchmal geht es auch weiter weg. Okay.
Und hast du für uns Empfehlungen in den Allgäuer Bergen? Wo fährst du da gern? Oder gibt es da besonders schöne Plätze, wo du fährst, bikest? Also ich wohne ja in Sonthofen und also Richtung Oberstdorf ist auf jeden Fall schön, aber es ist genauso schön Richtung Ostallgäu oder das ganze Allgäu ist schön. Also es gibt viele Möglichkeiten. Ja. Was macht für dich einen herausragenden Mountainbiker aus? Ich meine, auch wenn man das jetzt mal von außen betrachtet, so, wo, auf was schaust du am meisten? So, wo sagst du, da, das ist richtig was, wo mich interessiert, da will ich besser werden. Also ganz wichtig ist es mittlerweile wirklich beim Mountainbike, dass man nicht einfach nur Kraft in den Beinen hat, sondern wirklich, dass man durchtrainiert ist. Und so diese allgemeine Athletik ist enorm wichtig geworden. Du brauchst ja sicherlich auch viel Schnelligkeit, also Reaktionsschnelligkeit. Ja, trainiert ihr das auch irgendwie? Oder? Ja, und also die Schnelligkeit habe ich zum Glück irgendwie schon gegeben. Und es ist aber auch, also ich hatte immer so ein bisschen Defizit im Oberkörper einfach von Armmuskeln und Rückenmuskulatur und habe da im Winter jetzt viel gemacht. Und das ist aber auch ein Training, das Spaß macht, also viel mit Balance und so spielerisches Stabilisationstraining einfach auch, ja. Du hast ja über deinen Bruder mit dem Mountainbiken angefangen, ja. Aber hast du auch ein Vorbild in dem Sport? Also jemand, wo du sagst, oh, das ist jetzt, das, da möchte ich hin, das ist das Ziel, oder? Eigentlich nicht. Also früher war es immer mein Bruder, okay. Und ja, also es gibt viele natürlich, wo ich jetzt zu denen schaue ich rauf und sage, die haben tolle Erfolge, aber dass ich jetzt ein einzelnes Vorbild habe, eigentlich nicht, nee. Gab es für dich Vorbilder in dem Sport, wo du immer irgendwie aufgeschaut hast, sagst du genau so, Frank? Gut, zu meiner Zeit war damals Andi Brehme ein sehr, sehr guter linker Außenverteidiger. Also sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut, genau. Ja. Also von daher fand ich ihn wirklich gut. Und für dich, Markus, im Eishockey? Du warst ja auch Selbstspieler. Ja, das war damals ja, die alten EV Füssen, die alte EV Füssen-Mannschaft da mit ja, legendären Kobelstadion, wo man gespielt hat, also ob das jetzt der Herr Schubert war oder der Ernst Trautwein, Joe Scholz, wie sie alle heißen, Markus Egen, das waren damals diese Idole in Füssen und die halt auch noch überall bekannt sind und ja, als Junge hat man da schon hochgeschaut, wenn die da gespielt haben. Weil es ist ja für die Kinder schon auch wichtig, ja, irgendwie ein Vorbild zu haben oder dahin zu wollen sozusagen. Ja, jedes Kind hat, denke ich, irgendwie ein Vorbild, weil jedes Kind will Profisportler werden und nichts anderes und ja, das ist klar, das sind die Träume, die jedes Kind hat und auch haben soll, von dem lebt ja auch der Sport und die Emotionen. Und ja, dass es natürlich nach oben immer enger und die Luft immer dünner wird, das wissen wir alle. Und dass es halt am Schluss dann bloß die allerwenigsten schaffen. Aber wichtig ist einfach, im unteren Bereich die Kinder in einem Verein zu halten, dass sie untergebracht sind, dass sie lernen, sich unterzuordnen, viele Dinge lernen, soziale Komponente lernen. Und da sind also Vereine, egal ob jetzt Sportvereine, Trachtenvereine oder Musikvereine, ganz, ganz wichtig, ja, die Aufgaben da, die sie übernehmen. Nadine. Ich meine, du bist ja grundsätzlich von deinem Sportgerät abhängig. Was hat sich da alles getan? Wie abhängig bist du von deinem Rad, dass das so funktioniert, auch von der Technik, alles, was da dran hängt? Also mittlerweile muss ich mich zum Glück eigentlich gar nicht mehr drum kümmern, weil ich habe einen Mechaniker, der da drauf schaut. Und ja, mit Rotwild habe ich eine deutsche Firma, die mich wirklich super betreut und das Rad mir auch angepasst hat. Und es hat sich in den letzten Jahren sicherlich viel getan. Für, ja, setzt du auch die E-Motorentechnik auch? Nein. Oder zum Training auch nicht, einfach mal, nee, dass man Berg hochkommt, nee, man macht nur Downhill. Ich bin ehrlich gesagt noch nie drauf gesessen. Ehrlich? Nee, ich möchte es gar nicht wissen, wie schön es ist. Ja, vielleicht. Also das ist eigentlich zum Equipment-Sektor. Ich meine, du machst sehr viel für deinen Sport. Also wenn man auf deine Internetseite geht, nadinerieder.com, da machst du auch viel für deine Sportart, du promotest viel, du postest viel, du schreibst Blogs. Wie schaffst du es? Bist du jedes Wochenende unterwegs? Wie kriegst du alles unter deinen Hut? Also bis jetzt gelingt es mir eigentlich ziemlich gut und auch so, dass ich jetzt nicht irgendwie denke, oh nein, jetzt muss ich wieder was für meine Homepage schreiben. Ich mache es meistens auf der Heimreise vom Rennen direkt, weil dann weiß ich noch genau, wie es abgelaufen ist und kann ich die Zeit gleich nutzen und mir macht es einfach auch Spaß, dass ich halt so die Möglichkeit habe, meinen Fans einfach zu erzählen, wie es gelaufen ist und dass die quasi dabei sein können. Aber es ist ja schon wichtig, also du wirst es auch weiter so verfolgen, also es ist ja grundsätzlich auch wichtig, dass man auf Facebook und auf diesen ganzen Medien dann auch unterwegs ist. Man weiß es auch, wenn man irgendwelche Rankings mittlerweile anschaut, welche Instagram-Followers
jetzt der neue Spieler James Rodriguez mit 79 Millionen Followers. Das ist ja unglaublich, was sich da auch sportlich, auch für Sportler entwickelt. Das ist schon enorm. Ja, es ist extrem. Also ich habe das Glück, dass ich das eigentlich so mal nebenher angefangen habe, weil ja, es hatten halt alle und ich habe das dann einfach mal so ein bisschen nebenher gemacht und dann ist es von alleine eigentlich immer mehr gewachsen, aber mittlerweile ist es wirklich so, dass teilweise Firmen oder Sponsoren nur darauf schauen, wie viele Follower hast du und dass es immer wichtiger wird, ja. Das ist, ja, da spricht man Sponsoren an, also es ist für so Einzelsportler, ja, wo vielleicht auch gar nicht, da kann man dann schon auf sich aufmerksam machen. Ja. Wie sieht eigentlich ein Wochenende ohne Bike aus? Da backe ich meistens Kuchen. Fehlt halt. Ja, den Kuchen, den Kuchen haben wir leider nicht. Ja. Nadine, noch eine Frage. Wie sehen deine Ziele für die Zukunft aus? Jetzt natürlich erstmal wieder fit werden, aber was sind so deine Ziele in der Zukunft? Und ist Olympia 2020 für dich auch das Ziel, oder? Ja, es ist eigentlich schon so das Ziel und aber man sieht halt, wie schnell immer was dazwischen kommen kann. Das ist jetzt auch nächste Woche hätte ich deutsche Meisterschaft, wo ich Titelverteidigerin bin und wo es eigentlich wirklich perfekt aussah. Die Form ist gut und ich habe mich aufs Rennen gefreut und ja, von einer auf die andere Minute ist dann halt alles anders und deswegen einfach immer so Step by Step denken und ja. Aber so ist der Sport, immer wieder aufstehen, ja, und weitermachen. Genau. Ja. Frank, bei dir ist es ja auch genauso. Du schaffst es ja offensichtlich auch alles unter einen Hut zu bringen. Du hast in Memmingen noch eine eigene Naturheilpraxis, finde ich außergewöhnlich. Wie kamst du dazu? Letztendlich auch durch den Sport. Es fing an, dass ich in jungen Jahren Heuschnupfen hatte, was natürlich beim Training nicht ganz so prickelnd war, wenn frisch gemähter Rasen war und auf einmal der ganze Körper gejuckt hat. Da muss ich zu dir kommen. Genau, ja, gerne. Ja. Und klar, im Laufe der ganzen Fußballerzeit auch sehr, sehr viele Verletzungen gehabt. Klar, auf der einen Seite mussten es ein Stück weit immer schulmedizinisch behandelt werden. Auf der anderen Seite habe ich ja dann auch andere Wege versucht, um schneller fit zu werden. Und von daher durch die Komponente Schulmedizin plus Naturheilkunde, sage ich mal, bin ich dann toi immer wieder zurückgekommen. Von daher glaube ich, wenn beide Medizinarten, sage ich mal, ein bisschen mehr miteinander harmonieren würden, dann würde es die ganze Menschheit gut tun. Ich meine, klar, Leistungssport, das ist immer eine Grenze zwischen dieser physisch und psychisch. Es spielt ja auch alles mit rein, ich denke, mit Schulmedizin. Nutzt du das auch für deine Mannschaft jetzt? Klar, wenn die Jungs am Boden liegen, macht es, glaube ich, relativ wenig Sinn, nochmal die Peitsche rauszuholen und draufzuhauen. Also von daher glaube ich schon, dass die psychische Komponente immer mehr und mehr zum Tragen kommt, zumal einfach der Umfang bei jedem Einzelnen, glaube ich, im Laufe der Zeit immer mehr und mehr wird. Einflüsse von außen werden immer mehr, alleine wenn man Facebook und so weiter anspricht. Klar, betrifft jetzt uns weniger, aber ich sage jetzt mal, die Präsenz eines Einzelnen wird ja immer intensiver. Jeder Mensch wird immer gelesener. Daher glaube ich schon, dass es einfach dann immer wieder auch richtig und vor allem auch wichtig ist, ein Stück weit sich zurückzunehmen, einfach auch wieder einen Erdboden unter den Füßen zu spüren, um einfach geerdet zu sein, um dadurch dann auch wieder Kraft zu schöpfen und dann wieder den wichtigen Aufgaben bzw. den Leistungen nachkommen zu können. Wäre vielleicht auch was für dich, Nadine. Da kommst du vielleicht noch schneller wieder auf die Füße, wenn man das so alternativ noch mitbehandelt. Ja. Wie stehst du dazu, Markus, zu Alternativbehandlungen für Sportler oder auch Naturheilmöglichkeiten? Ja, warum nicht? Also ich denke, das sollte jeder mal ausprobieren, ob es ihm gut tut. Und wie gesagt, wie es der Frank schon gesagt hat, ich denke, wenn beide da ein bisschen mehr kooperieren würden, dann täte es uns allen, glaube ich, ein bisschen besser gehen. Ja, ja, also wir denken aber, dass es mit dieser ganzen Psyche und plus allem einfach immer mehr wird. Und deswegen denke ich, dass da mit der Schulmedizin begleitend, aber was meine Frage noch war, kommen auch Spieler zu dir in deine Praxis oder andere oder wie viele Sportler? Also ich habe sehr, sehr viele Sportler, klar, primär durchs Fußballspielen, aber auch viele Tennisspieler oder Triathleten sind in letzter Zeit auch einiges dazugekommen. Klar, ich behandle primär, sage ich jetzt mal, alles, was so ein Bewegungsapparat angeht, aber wie gesagt auch Allergien oder Hauterscheinungen sind auch großes Steckenpferd von meiner Praxis, aber wie gesagt primär
alles, was ein Bewegungsapparat betrifft. Von der Ausbildung her zum Heilpraktiker, war das auch eine schwere Sache, lange Sache oder wie lief das ab? Ich habe ja im Jahr 2010 habe ich ja mit Fußballspielen aufgehört, habe im Mai 2010 mein letztes Spiel gemacht, ab Juni 2010 habe ich dann Schulbank gedrückt, wollte es ehrlich gesagt nach 3 Monaten schon wieder schmeißen, weil die ersten 3 Monate wirklich nicht einfach waren, weil alles Erlernte war 2-3 Tage wieder aus dem Gedächtnis verschwunden. Im Endeffekt musste ich dann auch da wieder es lernen, richtig lernen, wie es damals zu meiner Schulzeit war. Aber klar, die Zeit war natürlich schon eine Umstellung, weil aus täglichem Training, tägliche Aktivität dann wieder Schulbank pressen, war dann schon alleine für mich, fürs Innerliche eine riesen Umstellung. Du hattest ja während deiner Karriere auch einen Schienen- und Wadenbeinbruch mal. Ja. Wie ist das für dich gewesen, da wieder rauszukommen aus dieser Situation? Also wenn du Verletzung und wie hast du dich immer motiviert dann wieder? Oder? Ja, es war schon ein sehr, sehr steiniger Weg, weil bei der ersten Operation nicht alles ganz so glatt lief, wie es hätte sein sollen oder wie man sich so wünscht hat. Viele Ärzte haben auch gesagt, Junge, beschäftige dich vielleicht mal mit anderen Themen wie nur Sport, weil kann unter Umständen sein, dass es nicht mehr ganz so funktioniert. Es hat zwar dann nach 1,5 Jahren funktioniert, aber nicht mehr ganz so rund, wie es vorher der Fall war. Klar, aber letztendlich, es war einfach mein Kindheitstraum, Fußballprofi zu werden. Und dann habe ich gesagt, okay, solange ich nicht alles ausgeschöpft habe, um es wieder zu versuchen, beziehungsweise dann auch umzusetzen, solange gebe ich nicht auf. Wie gesagt, hat zwar 1,5 Jahre gedauert, aber hat ja dann toi, 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 doch nochmal funktioniert. Mhm. Nadine, was sind so, hast du schon Pläne für nach dem Sport? Auch hast du da auch schon mal drüber nachgedacht? Oder ja, nicht? Also im Moment bin ich von der Stadt Sonthofen beurlaubt. Und also ich habe die Möglichkeit, dass ich dorthin wieder zurückgehe. Und ja, mich interessiert aber auch Ernährung sehr stark. Und ich würde auch gern irgendwie im Sportbereich bleiben. Und ich denke, dass ich irgendwie in die Richtung vielleicht auch mich dann orientieren werde. Ja. Da hat sich auch in den letzten Jahren viel getan in der Sporternährung, finde ich. Also ja, das sehr ist nicht viel. Mehr und also es wird, ist auch immer mehr, dass Frauen jetzt so mit Sport anfangen und da ist einfach auch oft, ich kriege es ja mit, einfach sehr viel die Nachfrage da und mich interessiert das Thema. Erstens mal, weil es für mich selber auch wichtig ist und warum das dann auch nicht an andere weitergeben. Genau. Noch eine Frage zum Mountainbiken. Wie ist denn der Unterschied Männer-Frauen? Also ich stelle mir das einfach schon riesengroß vor. Wie in jeder Sportart eigentlich auch. Ich glaube, dass wir Frauen da doch eher ein bisschen hinterhängen. Ja, aber beim Mountainbiken, wie siehst du das da? Das ist schon auch so. Also was erstaunlich ist, es ist wirklich jetzt so in den letzten 2 Jahren, dass die Starterfelder bei den Damen werden immer größer. Und also wir fahren auch von der Dauer fahren wir fast so lang wie die Männer und das Training ist eigentlich auch ziemlich identisch, ja. Die Strecken werden ja auch immer härter, ne? Ja, und die Strecken werden härter und die sind aber gleich. Also wir fahren die gleiche Strecke wie die Männer. Hast du eigentlich im Training einen Schutz an oder nee, wir haben fällst du ganz ohne Schutz? Nur einen Helm haben wir auf, ja. Das ist ja ganz schön gefährlich. Wir müssen so langsam zum Ende kommen. Wir haben noch was vorbereitet und zwar, wir haben uns ein bisschen was einfallen lassen. Wir machen das sportlichste, unsportlichste TV-Interview der Welt. Ja, das ist ganz einfach. Wir stellen ein paar Fragen. Ja, also wir haben 2 Begriffe und ihr müsst eine Antwort geben, einen von den Begriffen. Also deswegen, wir machen das reihum, wir zeigen immer und dann müsst ihr spontan die Antwort geben. Das ist vollkommen einfach. Frank, Aubameyang oder Lewandowski? Lewandowski. Lance Armstrong oder Jan Ullrich, Nadine? Ja, Jan Ullrich. Markus, Didi Hegen oder Wayne Gretzky? Wayne Gretzky. An dich, Frank, Oliver Kahn oder Boris Becker? Oliver Kahn. Ans Publikum, Messi oder Ronaldo? Das hört sich gut an. Nadine, posten oder liken? Posten. Lederhose oder Anzug, Markus? Lederhose. Warum? Weil es bayerisch ist. Frank, Pep oder Klopp? Pep. Neu Schnee oder Piste, Kathi? Ja, da ich erst sehr spät mit dem Skifahren angefangen habe, sage ich Piste. Ja, Dani, an dich aber auch eine Frage. Uli Hoeneß oder Aki Watzke?
Uli Hoeneß, weil Aki Watzke hätte es in Bayern im Knast nicht überlebt. Ja, das kann ich nicht sagen. Frank, Arnika oder Ratio Farm? Arnika. Nadine, Musical oder Schloss Neuschwanstein? Schloss Neuschwanstein. Markus, Forkensee oder Alpensee? Forkensee. Ich habe noch eine Frage zu euren Sommer-Hotspots. Also jetzt im Sommer, wenn ihr mal Zeit habt, was ist so im Allgäu euer Lieblingsplatz? Also wenn ihr mal Zeit habt. Habt ihr einen? Bei mir ist es eigentlich der Gründen. Weil man sieht das ganze Allgäu, es ist direkt hinter meiner Haustür und ist einfach schön. Frank, bei dir, was ist so für dich so ein Allgäu-Hotspot? Wo fährst du gerne hin? Gut, persönlich zieht es mich viel aufgrund von der Positionierung von Memmingen am Bodensee. Gut, ob man dann sonderlich viel vom Allgäu sprechen kann, aber ansonsten die Berge hier, wenn man hier rausschaut, das sind natürlich schon einzigartig. Ja, die Füssener Berge, die Füssener Gegend, also schön Mountainbiken, das mache ich sehr gerne, da bin ich oft unterwegs. Oder der Forkensee, darum habe ich vorher Forkensee gesagt, da bin ich dann oft gern beim Baden dann, wenn es die Zeit erlaubt. Also ein Füssener durch und durch. Jawohl, so ist es. Dani, hast du auch einen Platz im Allgäu, wo du sagst, da bin ich wahnsinnig gern? Also grundsätzlich ist man im Allgäu sowieso ganz gern. Man versucht vielleicht das Ganze mal ein bisschen gemeinschaftlich vielleicht zu sehen. Ich finde es viele Plätze. Wenn man einmal rumkommt, ist das schon mal ganz gut. Das hat Sonthofen, hat Plätze am Gründen, am Alpsee in Immenstadt. Oberstdorf. Hier. Oberstdorf, ich möchte da gar nichts auslassen. Eigentlich ist es das ganze TV-Publikum, muss ich jetzt natürlich jetzt nennen, aber grundsätzlich. Aber ich habe im Sommer einen Lieblingsfreibadplatz. Ja. Und zwar in Rettenberg, ein wunderschönes kleines Freibad. Das kann man ja vielleicht noch mal nennen. Mit einem Café dran, ja. Ganz schön. Ja, schau, das kann man vielleicht noch nennen, auch als Ziel. Ja, wir kommen so langsam zum Ende. Ja, aber eine Frage habe ich doch noch. Ja. Und zwar so der Sommerhit von euch oder das Lieblingslied. Gibt es welche? Gibt es da was? Also bei mir nicht. Bei mir alles. Nicht. Alles es gut. Ist immer gleich. Alles gut. Alles. Spontan ein Lied fällt mir jetzt auch nicht ein. Da war ich gar nicht vorbereitet. Ich hab was gehört, aber das ging alles in so eine, ich würde sagen, Deichkind, leider geil. So wie wir, oder? Ja, vielleicht. Ja. Ich denke, jetzt kommen wir langsam zum Ende und wir möchten uns bedanken bei unseren Gästen. Und verabschieden euch und wir haben noch ein paar Präsente. Kleines Geschenk. Da gibt es noch ein kleines Geschenk für euch. Ich nehme das mal alles hier so mit. Da gibt es einmal einen Rucksack. Ich nehme die Blumen, genau. Markus, vielen Dank. Ich wollte es so einmal so weiter machen, gute Ideen und Hepp. Viele erfolgreiche Stadtolympiaden. Genau. Nadine, für dich auch noch eine gute Dankeschön. Besserung. Werd schnell wieder fit, ja, dass du schnell wieder aufs Bike kannst. Dankeschön, ja. Und für dich eine Dankeschön. Gute Saison mit Dankeschön. TSV Kottern. Danke. Wir sagen Tschüss aus dem Ludwigs-Festspielhaus hier in Füssen. Und wir danken euch, dass ihr heute hier wart und den Zuschauern zu Hause am Bildschirm. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bleibt noch ein bisschen da, wir haben noch was zu trinken mit euch. Danke. Danke, dass ihr da wart. Vogue Sports präsentierte den Sporttalk auf Allgäu TV.